Yo, hallo ich meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Geburtstagsvlog. Ich stehe gerade neben meinem Haus und mache extra hier die weiße Wand, damit man nicht sieht, wo ich wohne. Aber kennt man ja vielleicht auch schon vom YouTube-Haus, die Hacker auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt gerade 10 Uhr und jetzt kommen auch schon gleich die anderen und dann werden wir gleich nach Gelsenkirchen, glaube ich, fahren. Da kann man auch schon die Veltins-Arena und so weiter sehen. Das können wir alles einfach mal im Vlog sehen und ich bin mal wirklich gespannt, wie ihr das findet. Können wir sagen, vielleicht für den Geburtstagsvlog schaffen wir 15 Likes. Lasst doch bitte dann einen Daumen nach oben da, weil ich ja jetzt nicht so viele Vlogs mache. Aber das ist einfach nur mal so eine Frage, wie ihr das findet. Und ja, ich werde jetzt hier mal wieder ein bisschen dann drehen zwischendurch und ein paar Sachen, wo nur Musik ist und so weiter. Und der liebe Malte, nicht ZeroCraft, aber der liebe Malte aus meiner Schule, aus meinem Jahrgang, der ist auch dabei und der nimmt dann seine GoPro mit und der wird dann die GoPro-Szenen drehen und so weiter. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Vielleicht gibt es auch noch ein Longboard, sogar ein Longboard, ja, was soll ich sagen, Longboard-Treffen, denn heute ist der 27. und heute ist bei einem Laden, nämlich in Oberhausen, gibt es nämlich da bei Blue Tomato ein, im Zentrum Oberhausen eben halt, ein Longboard-Test und da bin ich mal gespannt, ob wir da auch noch hingehen. Das wird dann bestimmt nach dem Geburtstagstag oder so kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und dann würde ich sagen, bis gleich. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we Yo Leute, und hier sind wir wieder nach dem kleinen Cut. Ihr habt jetzt die Fahrt gesehen und jetzt haben wir auch hier so ein komisches Bändchen. Und jetzt wird der Malte ein bisschen mit der GoPro filmen und dann sehen wir uns später wieder. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, dass ich euch ein bisschen von meinem Geburtstagsfeier ein bisschen mitführe. Also dann bis gleich.
hier bin ich wieder und ja, endlich bin ich wieder zu Hause. Wir haben jetzt einen Tag später und ich habe es wirklich verpennt, weiter aufzunehmen, denn ich habe nämlich dann also mit Lasse und Malte und so weiter, wo ihr auch die geilen Aufnahmen gesehen habt, die habt ihr jetzt alle schon gesehen. Und ja, wir haben da noch mega viel Fußball gespielt und ich konnte einfach das nichts aufnehmen. Wir haben schon ein bisschen am Video geschnitten und so weiter. Und mir ist gleich aufgefallen, dass ich noch was aufnehmen muss und deswegen mache ich das jetzt hier. Und ja, ich sitze hier gerade in der Nähe von meinem Haus, hier im Schneidersitz. Und ja, oh, das ist mega schön. Ich sitze hier gerade im Schatten bei 41 Grad. Und ja, ich wollte mich nur noch mal Dankeschön an alle, die jetzt vielleicht noch mal gratuliert haben oder so. Ich könnte euch auch gleich noch mal ein bisschen von meinen Geburtstagsgeschenken zeigen oder ich kann es auch jetzt erzählen. Ich habe jetzt drei Bücher bekommen und ein bisschen Geld und ich kriege jetzt auch eine neue Festplatte, dann kann ich nämlich in 120 FPS aufnehmen. Und das werdet ihr aber auch alles nochmal in den Videos sehen, wenn ich jetzt im Urlaub bin. Denn dieses Video werdet ihr auch sehen, wenn ich gerade im Urlaub bin, also den ersten oder zweiten Tag. Davon werdet ihr auch wahrscheinlich hier so einen Vlog sehen. Und ich quatsche jetzt eigentlich nur noch ein bisschen und wollte einfach nur sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Daumen nach oben da, damit ich mal wieder ein paar mehr Vlogs mache. Und ja, es ist ja Daniel Plays, aber bei DNA.TV wird es auch immer manchmal Vlogs geben. Also dann, das war's von diesem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.